Und auch das Wetter ist sehr sehenswert, Maira. Das kann man sich auch mal anschauen. Ne? Absolut, zumindest heute und in den kommenden Tagen im Norden bzw. Nordosten, Osten auch noch. Wir sind auf der Sonnenseite. Das wird ein schönes Wochenende. Man muss sich mal freuen können, oder? Ja, na klar. Ja, also bis zum Samstag einschließlich. Na gut. Einschränkungen gibt es ja immer, ich weiß. Aber im Südwesten haben Sie heute den schönsten Tag der Woche. Morgen wird es am sonst so bevorzugten Oberrhein rund 8 Grad kühler als heute. Die Ostseeküsten gehören derzeit dagegen aber wirklich ja, zu den stabilsten Wetterregionen. Die Strandkörbe in Binz auf Rügen sind geputzt und werden schon als ja, Sonnenschutz zumindest genutzt. Heute früh hingen in Schönau am Königssee Nebelschwaden über dem Wasser auch sehr schön. Und später ja, konnte man sich auch hier über ausgiebigen Sonnenschein freuen. Der Wetterwechsel im Süden macht sich morgen dort dann zunächst durch dichte Wolken bemerkbar. Sie ziehen auch nach Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern. Am Nachmittag bilden sich dann erst im Schwarzwald, dann am Rhein und Bodensee sowie im Allgäu kräftige Regengüsse. Die Wahrscheinlichkeit für Unwetter durch heftigen Platzregen ist aber gering. Wenn, dann können unwetterartige Gewitter eher halt eben auftreten. Am späten Nachmittag bilden diese sich dann regional an den Küsten. Und auch in den Bergen im Osten ja, können wir sozusagen am Sonnenschein von heute anknüpfen. Der Süden und auch der Südwesten gehört sozusagen dann ja, von den Temperaturen her auch ganz schön benachteiligt. Also 17 Grad im Saarland, 18 im Breisgau, 16 am Alpenrand. Ansonsten im Norden und Nordosten ja, gibt es rund 10 Grad mehr. Und etwa großflächig werden dann starke Schauer oder auch Gewitter zum Teil am Donnerstag im Westen und Südwesten ausfallen. Das gilt dann auch für den Freitag, dann vor allem im Süden. Da kann es dann länger anhaltend regnen. Am Samstag bleibt man im Norden und Osten noch bevorzugt. Ansonsten wird es dann auch hier wechselhaft. Aber erst den Sonntag hast du gleich schön weggelassen. Ja, genau. Einfach mal ganz kurz. Aber außerdem, da kann sich ja auch noch alles ändern. Das Wetter ist ja doch recht volatil, gerade so in diesen Monaten. Ne? Ganz genau. Sehr schön, Maira, danke dir. Gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.